zum Sport. Zunächst Fußball-Bundesliga. Und da gab es in den Samstagsspielen doch durchaus Überraschungen. Liga-Neuling Union Berlin gelingt da die Sensation. Zu Hause schlagen die Eisernen den haushohen Favoriten Borussia Dortmund mit 3:1. Bayern überrollt Mainz 6:1, Leverkusen-Hoffenheim 0:0, Wolfsburg-Paderborn 1:1, Freiburg-Köln 1:2 und Schalke besiegt Hertha 3:0. Übrigens auch durch gleich zwei Eigentore der Berliner. Aber die Sensation, Eisern Union gewinnt gegen Dortmund, und Eisern Union-Trainer Urs Fischer stammt ja genau wie BVB-Coach Lucien Favre aus der Schweiz. Ihre Bewertungen des Spiels hinterher fielen dann doch sehr unterschiedlich aus. Wir waren eklig, ein hohes Laufpensum. Es war eine Mannschaft, die um jeden Zentimeter gekämpft hat und vor allem sehr effizient war und für mich eigentlich fast das Wichtigste, dass wir immer wieder ins Umschaltspiel kamen, immer wieder Nadelstiche setzen konnten. Wir müssen die Geduld haben, 2, 3 Torchancen zu kreieren. Wir müssen nicht träumen. Es war nicht gut, war nicht gut. Unsere zweite Halbzeit war nicht gut, wir müssen das akzeptieren und gratuliere meine Kollegen und seine Mannschaft. Sie haben sehr gut gespielt.